Also wir haben nichts, um irgendwie Fleisch zu machen, oder? Nee. Das Eimer essen habe ich. Ja, auf Dauer müssen wir eh mehr essen. Oh. Heute nicht dabei. Umgefallen. Scheint nichts zu sein. Dann weiter Richtung, ja, viel. Bist du schon weitergelaufen? Nee, ich bin hinter dir. Ach, da bist du. Ich laufe einfach straight durch. Und weiter sieht das als jetzt ein Crew aus. Der Geschwindigkeit kann mich echt keiner abknallen. Oh, wir werden beschossen. Von? Hinter uns, Vibor. Oh. Perry, hinter uns, Vibor. Im Ja, ich Busch, im weiß. Busch, im Busch. Ich versuche schnell durchzulaufen und mir eine Waffe zu ergammeln. Bam, bam, bam. Kannst du dem im Auge behalten? Der wird wahrscheinlich in die Scheune sich begeben. Die Zombies hauen den, das könnte sehr gut für uns sein. Kacke, hier ist eine Notiz. Bin tot. Da ist auch noch irgendwo ein Sniper. Jo, okay, ich weiß. Weil der war auf dem Airfield. Scheiße, und die Zombies blocken mich jetzt. Kacke, Mann. Damit. Okay, aber ich glaube nicht, dass sie zusammengespielt haben. Ich glaube nicht, dass sie Ich hoffe zusammengespielt nicht. haben. Der Sniper stand gegenüber von den, von der Süd-, nee, von der Nordbaracke. Im Wald. Da kam der Schuss her. Eine Waffe. War eine CZ, eine M24 oder eine DMR? Aber die beschießen sich nicht mehr gegenseitig. Das ist das Komische. Du bist dann innerhalb 10 Minuten bist du bestimmt hier. Und in der Zeit glaube ich nicht, dass sie so weit kommen werden. Die Frage ist halt, spielen die zusammen oder spielen die gegeneinander? Weil wenn die gegeneinander spielen, dann werden die sich gleich auch nochmal beschießen. Fürchte ich aber weniger. Aber es waren halt zwei komplett verschiedene Richtungen. Das ist das, was mich wundert, weißt du? Denn, die Schüsse, die kamen ja. Der eine hat uns aus Vibor verfolgt. Der hat wahrscheinlich mich verfolgt. Nee, der kann mich nicht verfolgt. Doch, der kann mich verfolgt haben, weil ich in Vibor extrem lange gebraucht habe, weil ich noch gelootet habe. Und, ich habe ja Alice Pack gelootet. Da habe ich ja. Musste ich noch Zombies abhängen. Weil wenn die zusammenspielen, dann war es taktisch sehr klug. Aber das glaube ich nicht, weil die waren komplett von zwei verschiedenen Richtungen. Dann hätte auch der Sniper und. Ja, nee, die haben uns auf. Nein. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie zusammengespielt haben. Dafür waren die einfach viel zu weit auseinander. Ich hoffe's. Es gibt hier eine gute Chance, einen von beiden zu holen, mindestens. Ja, gucken, ob die überhaupt noch da sind. Bin jetzt ganz im Norden angekommen. Hier vermute ich sogar ganz viele Zelte. Zumindest irgendwo ein Zeltlager. Ich weiß halt nicht, wie man diese Löcher gräbt. Irgendwie kann man die ja auch graben. Auch nicht, ich habe ja so halt so ein Stash gefunden, aber die erkennt man auch recht gut. Ich frage mich, wo die Leute mal die zum Beispiel Ghillies herbekommen. Aber jetzt wird mein Alice-Pack mir zum Verhängnis. Ich überlege, ob ich das ablege. Ich glaube, ich lege das Alice-Pack ab, weil das mega leuchtet in den Tannen. Weiten ist es, glaube ich, besser, Ich weiß auch nicht, wieso der uns mit der M249 oder M-Kamott, was der hatte, eben versucht hat abzuschießen. ja. Das war schon.
Ich meine, der Eigentlich hat schon fast Munitionsverschwendung aus der Entfernung. Ich meine, natürlich kann er hoffen auf gut Glück, aber ich meine, der hat doch gesehen, dass ich war nackt. Also, was heißt nackt, ne? Ich war nicht nackt, aber ich hatte nichts dabei, keine Waffe gezeigt. Ich hatte ein Alice-Pack, vielleicht hat er deswegen gedacht. Und Perry hatte eine Shotgun. Okay, das hat man aus der Distanz vielleicht nicht gesehen. Vielleicht hat er nur die Waffe gesehen. Aber da waren ja überall Zombies, der ist ja uns hinterhergelaufen. Das heißt also, alle Zombies, die wir abgehängt haben, hat der abbekommen. Wir hätten eigentlich auch mal nach hinten gucken können. Weil wir leben nebenbei sehr gefährlich. Aber Nebel zieht auf, das ist schon mal gut. Ich frage mich, wie viele echte Sniper-Schützen, die in Einsatz fahren, wie viel die so an Essen mit haben. Weil du jetzt Beispiel mal für einen Monat oder so ausgesetzt bist in Afghanistan. Da sind ja immer dann zwei Leute, Sniper und sein Speer. Und, oder vielleicht zwei Sniper drum oder so. Ich frage mich, wie viel Essen die dabei haben. Ob die dann auch so Dosen essen oder so Dosensuppen oder ob das dann so kleine Snacks sind. So Trockenfutter haben die ja bei diesen komischen Pakete, so MRE-Pakete. Ja, oder sowas halt. Die dürfen keine Snickers essen. Ja, wo ich glaube, die haben auch Schokolade, aber halt keine Snickers, glaube ich nicht. Wow, da oben. Neben uns, Perry. Oh ja. Zwei Leute habe ich gesehen. Waren das Bots? Das sah aus wie Bots. Einer lief da wie ein... Ich bin tot, ja. Der hat mich voll getroffen. Ich weiß nicht, ob der dich gesehen hat. Einer lief nach links entlang. Sah aus wie ein Bot. Hat aber ein Bandit-Skin. Ich weiß nicht, ob dann... Also ich habe nur einen gesehen. Aber ich glaube, das waren zwei. Weil der ist gelaufen. Zwei. Einer ist im Ghillie noch. Okay, ich hab keine Munition mehr. Meine Leiche hat Munition. Ey, ja, deine Waffe hab ich schon. Ich loote die Leiche, die ich getötet habe. Ah, kacke, Beine gebrochen. Scheiße, ich bin tot. Der hat eine FM4. Ja, Perry ist leider auch Oh Gott, ich bin wieder an derselben Stelle. Na gut, spawnen wir halt nochmal neu. Perry hat noch geschafft, einen wegzuholen. Ja. Ist das aufgefallen? Die hatten, einer von denen hatte wieder eine Mod MK oder was auch immer. Und der zweite eine FN-Fall. Ne, sagtest du. Und so. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es dieselben Leute sind, die uns eben auch schon mal getötet haben. Zumindest den Perry. Immer stirbt der Perry. Aber du bist ja diesmal auch. Ich bin ja auch gestorben, deswegen also. Da wird es noch Rache für geben, Leute. Wer auch immer das war. Seid gewarnt. Wir kommen wieder. Aber es ist mal gut, Leute zu treffen. Ja. Damals habe ich... Das Problem natürlich ist auch... Wann habe ich das letzte Mal so gespottet? So? Ich bin fast nur noch gewöhnt, aus dem Auto zu spotten. So im Wald spottest du ja eigentlich schon gar nicht mehr, weil durch ganz Epoch und so, wann bist du da schon zu Fuß unterwegs? Beziehungsweise wann ist der Gegner schon zu Fuß unterwegs? Ja, ne? Und hier ist es ja, das ist halt der Unterschied zu Taviana. Taviana kämpfst du eigentlich nur an festen Gebieten. Hier kannst du in jedem Wald kämpfen. Vor allem wenn einer schießt, das hören die Leute und die tauchen auf. Wie Ameisen aus jedem Loch. Ja, erstmal gucken, wo kommt das Geräusch her? Ich sehe den Green Mountain. Ja? Und ich sehe eine Stromleitung, eine extrem große Stromleitung, die irgendwo hin. Okay, ich bin. Ich glaube, ich bin Pustuschka. Nein, das kann nicht sein. Ich kann nicht ein Pustol. Bin ich echt ein Pustuschka? Nein. Nein, Pustuschka. Nein, ich weiß nicht, in welcher Stadt ich bin, aber ich laufe mal dahin und guck mir das an. Und vor allem sind da Zombies, ne? Ich bezweifle, dass die von mir sind.
Aber das mache ich ja immer. Ich bin gleich bei der einen Tankstelle. Ich habe echt gerade gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht, ich bin am Green Mountain. Nur ich weiß nicht, in welche Richtung ich jetzt laufen muss. Ich weiß nämlich, dass keine Stromleitungen nach Norden führen. Und da haben wir schon den Hafen. Okay. Ich glaube, hier ist jemand in der Stadt. Ah, okay, die Stadt. Ich bin da, wo wir letztes Mal waren in der Stadt, weißt du? In Pogorievka bin ich. Ah. 5 Minuten? Was sollte ich hinspringen? Könnte es sein, dass ich hier kämpfen muss. Ich habe noch 2 Hits von Zombies gegessen. Eine Tasche haben wir auch gefunden. Sehr schön. Oh, eine Pistole mit so viel Magazin. Das ist, glaube ich, das Beste von allen, weil jetzt kann man deutlich schneller laufen. Ein Trinkbrunnen. Wir sind wieder... Der Durst ist gestillt. Drück mal das so aus. Und wir haben hier eine Kirche, die normalerweise offen ist. Wir haben eine geschlossene Kirche. Hey, wieso schließt man eine Kirche ab? Ich glaube, hier hat sich jemand ausgelockt. Jo, 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 da ist ein Spieler, den ich gar nicht gesehen habe. Ich habe ihn getötet. Nice. Dann loot ihn mal schnell. Mal gucken, ob der was dabei hatte. Oh ja, der hat einiges dabei. Und da ist ein Essen, Trinken. Ach, ich muss die Zombie schnell loswerden. Ich wusste doch, hier war ein Spieler. Ich weiß nicht. Der wollte sich wahrscheinlich hier ausloggen. Wer ist das? Duty Buddy. Chichushka. Ein Russe ist das. Painkiller Rogue. Trinken, trinken. Ich werde es nicht zu den Leichen schaffen, leider. Okay. Noch ein FN-File-Mic hatte der dabei. Tschetschuschka, es tut mir leid, ich schließe dich. Nein. Nicht mich einschließen. Ich wusste, dass man die Kirche nicht looten kann. Und so ist eine Kirche, in die man reingehen kann. Und jetzt müssen wir dahin weiterlaufen. Wo kam der auf einmal her? Ich mach die Kirchentür auf, ne? Guck nach links, keiner da. Guck nach rechts, keiner da. Lauf rein, ne? Guck so die rechte Seite durch. Steh dann hinten an dem Altar, ne? Also an der Bibel. Wo der Wurstlord immer vorliest. Mhm. Guckt das und auf einmal haut der, also der steht schon am Eingang und haut mit der Crowbar die Zombies kaputt, die reingekommen sind. Der dachte wahrscheinlich, die Zombies haben die Tür geöffnet. Der hat mich nicht gesehen. Lol. Ich hatte... Oh Mann. Okay, der hatte zum Glück keine Waffe, ne? Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn der eine Waffe hätte. Aber... So gesehen... Hatte ich doch Glück, dass der mich nicht gesehen hat, weil selbst mit der Crowbar, ne, wenn der mich von hinten angegriffen hätte und mir sofort die Beine gebrochen hätte, Morphin oder sowas hat man hier nicht von Anfang an. Und ein Morphin zu finden, das ist hier schon eine Meisterleistung. Aber der Typ wird sich bestimmt ärgern. Ich habe den ja auch kurz vor dem Serverdown gefinisht. Leute, könnt ihr uns mal sagen, wo es Autos oder Zelte oder sowas geben könnte.
Meine Vermutung ist ganz im Osten bei den Seen. Also östlich vom Nordostairfield, aber da müsste man die ganzen Steine durchsuchen. Wo sind gute Spots? Wo kann man Autos verstecken? Hier sind alle Autos versteckt. Ja, ne, es kommen irgendwo Autos. Ja, Man hört die mal fahren oder Helikopter, man hört die fliegen, aber man sieht die nicht.